Bruder, ich habe eine Bitte an dich. Schau, es ist so, einmal habe ich beim TikTok gesagt, dass Justiz ist Mafia. Das ist ja Demokratie, Meinungsfreiheit, ja. Die haben mich bestraft, nur weil ich gesagt habe, Justiz ist Mafia. Das ist eins. Zweite ist, ich habe hier Hakenkreuz, ja. Ich weiß nicht, dass du es gut siehst oder nicht. Schau dann gut. Auf jeden Fall, das wurde draußen gestochen, diese Tattoo. Und ich habe auch noch mehrere Tattoos. Die meinen, das habe ich hier im Gefängnis tätowieren lassen. Aber das stimmt nicht. Ich habe jetzt Verhandlungen wegen das. Ich bitte dich, dieses Video zu teilen. Ich habe eine kleine Stiftdiese. Ich weiß nicht, wie gut das aufnimmt. Weißt du, so Kugelschreiberkamera, weißt du, habe ich bekommen. Mit Handy ist schwer, weißt du, Handy bekommt man hier. Ich suche die ganze Zeit, aber unmöglich, ein Handy zu finden hier. Und zweitens, ich war im Keller, also abgesondert, ganz nackt. Und da habe ich aus Wut, also mit mir, Gespräche geführt, weißt du. Ich habe gesagt, hey Hitler, einmal oder zweimal, weiß ich nicht, weißt du. Und Beamten haben das gehört, haben sie das aufgeschrieben. Dafür habe ich auch jetzt Verhandlung, also es kommt auch zur Verhandlung. Die meinen bis zu 5 Jahre Strafe. Ich habe zu einer Beamte gesagt, zum Spaß, wir haben uns gut verstanden, er ist 24 Jahre alt. Nicht schlechter Beamte sozusagen. Er hat mich angezeigt. Da habe ich 2 Jahre bekommen, also ich bin jetzt nicht die Kette gegangen. Er hat auch eine Zeuge geholt, eine Beamte, der was nicht einmal dabei war. Er sagt, er hat das mitgehört, mitbekommen, dass ich es gesagt habe. Das stimmt nicht. Ich habe nur zum Spaß gesagt, sein privates Handy, was er dabei hatte, habe ich gesagt, verkauf mir zum Spaß. Ich wusste ganz genau, dass er mir niemals verkaufen würde. Das ist die dritte Sache. Einmal haben die Beamten mich genommen im Keller. Ich habe mich ganz aufgeschnitten, alles, alles. Ich war voll geblutet, weißt du. Beamten sind reingestürmt. Die haben mich vom Kopf genommen, da war ein Gitter, weißt du, 3-4 Mal bam, 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 gegen Gitter, ich bin K.O. gegangen. Die sind maskiert reingekommen, so 10 Beamte, weißt du. Und dann mit Schild haben sie mich auf Kopf, bis ich bewusstlos war. Dann haben sie mit Fäuste, mit Füßen mich getreten. Dann haben sie mir so Depot-Betonspritze gegeben, 2 Spritzen. Dann war ich so 2 Wochen lang kaputt. Und da habe ich auch Anzeige bekommen. Ein Beamter hat gesagt, obwohl das nicht stimmt, dass ich draußen 6 Tschetschener schicken werde und schauen werde, wie cool er ist. Dafür schwere Drogen habe ich bekommen, 2 Jahre. Dann ein Bank, eine alte Bank von Hitlerzeit noch, was schon kaputt war, haben die gesagt, dass ich es kaputt gemacht habe. Obwohl das nicht stimmt. 3 Monate dazu bekommen. Dann, wir haben Flucht gemacht, wir haben ausgebrochen, wir haben ein Loch gemacht. Ich weiß nicht, circa so groß. Wir sind geflüchtet, wegen Sachbeschädigung habe ich wieder 2 Jahre dazu bekommen. Es hört einfach nicht auf, weiß nicht, wer mir helfen kann. Kein Anwalt, keine Menschenrechte, Menschenrechte gibt es hier gar nicht, weißt du. Das ist so kompliziert hier, das ist unmöglich zu beweisen, dass der Beamte dich geschlagen hat oder misshandelt hat. Das kannst du gar nicht beweisen. Das muss man teilen, einfach so, damit Menschen mitbekommen. Auf jeden Fall jetzt wo, ich bin Hochsicherheitsabteilung. Hier sind 3 gute Beamten. Einer heißt Kaufmann, Kommandant, sehr guter Beamte, wirklich. Zweiter ist Fug, dann ist Lea. Die 3 Beamten sind richtig so menschliche. Was bedeutet Mensch? Herz haben die, verstehst du? Die haben Verständnisse, dass wir nicht im Paradies oder im Hotel leben, weißt du? Die sind richtig Ehrenmänner, weißt du? Irgendwann mal, wenn ich hier freikomme, ich werde mit denen treffen, was trinken gehen. Und egal, was die brauchen, wie ich kann, werde ich auch denen helfen. Das sind richtig gute Beamten, richtig was Menschliches. So was habe ich erst einmal im Leben gesehen. Ich war lange im Gefängnis, seit ich 16 bin. Jetzt bin ich 26. Andere Beamten, das ist Katastrophe, was hier abgeht, weißt du.
Weiß nicht, es gibt so viele Sachen zu erklären, zu erzählen, weißt du, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie dieser Stift aufnimmt oder nicht, dann werde ich diese Speicherkarte rausnehmen, ich schicke das raus, dann kannst du dieses Video rausnehmen. Leider, ich habe kein Handy, ich kann nicht sehen, wie ich aussehe oder nur ich weiß, dass ich aufgenommen werde. Es gibt so diesen Stift, habe diesen Stift bekommen, das kann man auch leicht verstecken, die werden es nie finden, weißt du. Aber das Einzige, was ich machen kann, aufnehmen und immer diese Speicherkarte zu euch rausschicken. Ich hoffe, dass du es teilst mit Leuten und die Leute das draußen, weißt du, dass die mitbekommen, was hier abgeht. Hier ist keine Demokratie, hier ist Diktatur, richtige Diktatur. Wir sind 23 Stunden sozusagen eingesperrt, keine Arbeit, gar nichts. Weißt du, warum Flucht gemacht habe? Coronavirus, Depressionen, wollte mein Kind sehen, wollte zu meiner Familie. Und dachte, ich werde dir noch vieles schicken, weißt du. Ich werde sogar aufnehmen, was da draußen abgeht. Weißt du, hab's richtig, weißt du, Leute werden drehen hier durch, weißt du. Das hier ist keine Ahnung, wie sagt man, Resozialisierungsgefängnis. Nein, hier ist noch mehr kriminell, dumm. Und kaputt. So ist nichts. Gutes wirst du hier nicht lernen. Ihr da draußen, bitte, macht keine Scheiße. Geht arbeiten, Sport. Das hier ist nicht Gutes, wirklich. Ich wünsche euch das nicht. Ihr hört die ganze Zeit diese Rapper hinher, Gefängnis und so. Das stimmt nicht. Das ist nicht so, wie die das da sagen. Wir haben einfach genug von dieser Scheiße. Leute holen, aufhängen, hier sind so viele Leute gestorben. Selbstmorde, Verbrennungen, Zelle verbrannt, Überdosis, so viele gute Jungs sind gestorben hier. Ich wünsche euch alles Gute, ich werde noch mehr von mir hören lassen. Assalamu alaikum.